Den Wunsch, selbstständig zu sein, habe ich eigentlich schon seit vielen Jahren. Und erst jetzt, wo meine Kinder gross sind, habe ich eigentlich die Gelegenheit beim Job gepackt, das auch zu verwirklichen und einfach klein anzufangen und versuchen zu expandieren. Es ist das, mal die eigenen Fähigkeiten zur Geltung zu bringen, auch da und dort an Grenzen zu kommen und müssen dann wirklich durch Barrieren durch und dabei eigentlich selber viel lernen, expandieren und einfach mal eigener Herr und Meister zu sein, ist schon eine gewaltige Herausforderung. Mein beruflicher Werdegang hat mich eigentlich sehr gut vorbereitet, weil ich in verschiedenen Bereichen tätig war, im Einzelhandel, Einkauf, Verkauf, in Grossfirmen gesehen habe, strategische Sachen gesehen habe, auch meine Weiterbildungen tragen jetzt viel dazu bei, dass ich da kann, die Herausforderung bewältigen und vor allem die breit gefächerten Erfahrungen, auf die ich zurückblicken kann, helfen mir jetzt sicher. Ich habe das nicht immer einfach gefunden, als die Kinder klein waren. Es ist eine sehr grosse Herausforderung, hier Spagat zu vollführen zwischen Privat- und Berufsleben. Jetzt geht das sehr gut, weil sie auch schon älter sind und ich nicht mehr so viel Zeit muss investieren fürs Private. Und das lässt sich jetzt gut bewältigen. Das war aber sicher nicht immer so gewesen. Ich habe tatsächlich bewusst gesucht nach einer Unternehmung oder einem Projekt, wo schon etwas besteht, wo man nicht ganz muss von null anfangen und etwas aufbauen muss. Weil ich gedacht habe, es gibt da draußen wirklich viele Firmen, klein oder gross, die schon den Weg gemacht haben und die auch Nachfolge suchen. Und wo sich das eigentlich sehr gut als Chance anbietet, eben so etwas zu übernehmen und nicht wieder nochmal ganz neu zu starten. Ich bin auf die Suche gegangen nach möglichen Anbietern über das Internet und bin natürlich auf Company Market gestoßen und habe gesehen, während Wochen und Monaten mir das Angebot durchgeschaut und es hat da die verschiedensten Firmen dabei und ich habe schon gewusst, wo meine Interessen liegen und auch meine Möglichkeiten, auch vom Budget. Und das war jetzt etwas in dem Bereich, wo ich es jetzt hier mit kulinarischen Produkten, wo mir Spass macht, wo ich auch ein gewisses Flair dafür habe. Die Finanzierung ist jetzt für mich einfach in einem machbaren Rahmen gelegen und das war mir auch wichtig, dass es mich nicht überfordert, dass ich das Budget kann bewältigen und so auch das Risiko kann bewältigen. Ich bin eigentlich froh, dass ich jetzt da in einem kleinen Rahmen kann starten und das einfach so für mich auf einer realistischen Ebene stattfindet. Es ist jetzt so gewesen, dass es schon manchmal mehr Barrieren und Baumstämme im Weg gelegen sind, als ich zuerst gedacht habe, wo ich mich damit auseinandersetzen musste, wo ich nach Lösungen suchen musste, wo ich auch gedacht habe, oh je, meine, man könnte es ja ringer haben, wenn man vielleicht einfach weiter in einem Angestelltenverhältnis wäre. Aber ich finde es ganz, ganz spannend, einfach mal den Weg jetzt zu gehen und zu sagen, ich habe es bis jetzt nicht bereut. Ich kann nur sagen, ich würde vielleicht ganz genau evaluieren, gute Due Diligence machen, auch im Umfeld nach Unterstützungsmöglichkeiten im Vornherein vielleicht noch ein bisschen fragen und mich noch ein bisschen mehr breit absichern, dass man Möglichkeiten wirklich ausschöpft, die vielleicht auch im Netzwerk noch vorhanden sind. Das würde ich vielleicht anders machen und wirklich sicher gut verhandeln.
geben, wenn man sich die Unternehmen anschaut und sich dann für 2, 3 vielleicht einmal entschließt, da sich zu bewerben. Man ist ja nicht gerade immer der Erste auf der Liste von diesen Bewerbern. Dann muss man sich schon mal Gedanken machen, was das wirklich alles mit sich bringt. Und sicher nachher auch eben, dass man dabei bleibt und alles so absetzt, dass man nicht gerade beim ersten Wind, der daherkommt, dann wieder aufgeben müsste. Das wäre schade. Also ich würde wirklich empfehlen, dass man einfach sich gut vorbereitet und dann auch etwas durchzieht und möglichst Freude daran gross behaltet. Das sind 2 von meinen Produkten. Olivenöl aus Süditalien, biologische Qualität, ein Grand Cru-Produkt und ein sehr schönes Etikett, wo der Kunde sein Etikett haben drauf. Und da die in einer kleineren Flasche haben wir Limone, Balsamico, jawohl, Rosmarin, Basilikum, Astrüeset, schön geschenkt verpackt. Und wir werden unser Sortiment auch noch erweitern. Es ist einfach für eine Firma, dass sie ihr Qualitätslevel, wo sie ja Freude daran haben und stolz darauf sind, auch mit dem Produkt weitergeben an ihren Kunden. Das ist eigentlich die Meinung, dafür in der Kundenpflege, Kundenbeziehung einen Beitrag zu leisten.